Ja, hier geht's dann rein. Beim Saal wurden die alten Wände gelassen. Es wurde eigentlich nichts verändert. Ja, das ist das Geniale an diesem Kino, also. Ey, könnt ihr das riechen? Hier atmet man einfach Filmgeschichte. Und ihr beide macht das jetzt zusammen? Ich helfe George. Wir wollen ein eigenes kleines Kino eröffnen. Das hier ist sozusagen die Generalprobe. Genau. Ein Kino voll mit gemütlichen Sofas. Und jeden Tag ein Festivalfilm. Mhm. Melinda hatte aber mal erzählt, dass du auch Anfragen vom Großstadtrevier hast. Oh, Großstadtrevier habe ich auch mal gedreht. Herr Feller ist ein ganz feiner Kerl. Ganz, ganz fein. Ja, klar, es gab schon ein paar Anfragen, aber ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Sag mal, George, hast du mit Melinda mal wieder zusammen gedreht? Nee. Auch nichts gehört, sorry. Ich auch nicht. Ich glaube, von hier sieht man mich am besten. Und ich muss sonst weiter nichts mitbringen? Nee, Quatsch, gar nichts. Die Wohnung ist wirklich komplett eingerichtet. Die ersten Wochen und Monate kannst du von da aus operieren. Fängst du mal dein Studium an, machst mal hier und da einen Kurzfilm. Ich habe dir übrigens eine Liste gemacht. Also, ich habe dir aufgeschrieben. Caster, Agenturen, Fotografen und ein paar Kollegen, die günstig Schauspielunterricht geben. Okay. Such dir ganz in Ruhe eine Wohnung oder ein Zimmer. Oder eine WG oder... Du wirst die Stadt lieben. Was ist jetzt eigentlich mit der Frau, der die Wohnung gehört? Weltreise. Ich habe ihr versprochen, dass ich immer mal jemanden in die Wohnung setze, damit sie nicht leer steht. Ja. Hey, das ist echt cool, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, finde ich auch. Und du warst eine tolle Außerirdische. Oh, danke. Du auch. Ich hoffe, dass ich nur endlich mal das Richtige tue. Weiß deine Schwester, dass du jetzt hier bist? Ja. Da war ja klar, dass sie dafür kein Verständnis hat. Aber sie hat jetzt zumindest eingesehen, dass ich endlich mal mein Ding machen muss. Weiß sie denn, wo du wohnen wirst? Nee, noch nicht. Ich habe gesagt, ich melde mich dann bei ihr. Hey, melde dich auf jeden Fall bei mir, ja? Wenn du in der Wohnung bist, wenn du da angekommen bist, ganz in Ruhe. Aber wenn du irgendwas brauchst, dann rufst du an. Ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden. Okay. Hey, ich bin's. Ich bin gut angekommen. Die Wohnung ist ja der Hammer. Ist richtig geil hier, riesengroß, super hell. Vielen, vielen Dank nochmal. Ist echt super. Krass. Geil. Super cool. Vielen, vielen Dank nochmal. Echt der Hammer. Jens? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir jetzt gehen mussten. Ich wollte dir eine Chance geben, du hast es vermasselt. So einfach ist das. Was habe ich denn gemacht? Ich habe dich mit ans Set genommen, damit du den Regisseur kennenlernst. Und wo warst du dann plötzlich? Bei einem lieben Kollegen im Wohnwagen. 2, 3 kurze, Mann, mehr war das nicht. Das machen alle. Du merkst es also gar nicht mehr. Du müsstest dich mal sehen, du... Ach, scheiß drauf, ich hab's versucht. Oh nein, nicht schon wieder. Fuck! Versuch's bitte weiter. Was ist? Was ist? Hey, oh, ganz langsam, 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 langsam. Was passiert? Wo seid ihr? Fuck. Okay, hör zu, ich bin nicht weit weg von dir, ja? Ich bin gleich bei... Ja, mach nichts, ich bin gleich bei dir. Ja. Das ist sein Handy? Ja, fass das besser nicht an. Warum nicht? Glaubst du, er wurde ermordet? Quatsch, nein. Na also, warum darf ich es da nicht anfassen? Ja, was ist, wenn doch? Oder glaubst du, er hat sich selbst... Na, dann war er wohl nicht besonders erfolgreich, ja? Sonst müsste er ja neben sein Handy liegen. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ja, heute verschwinden so einige Menschen.
Wie bitte? Du weißt schon, warum ich dich als erstes angerufen habe. Ja, ja. 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 Ja, ja. Nee, eigentlich nicht. Naja, ist er nicht verheiratet? Nee. Eigentlich weiß ich gar nichts von ihm. Vielleicht auch besser so. Ich rufe jetzt mal die Polizei. Und was soll ich denen erzählen, was wir hier gemacht haben? Also ich will ungern, dass nachher die Presse und ihr kommt alle anderen aus München, oder? Ja. Ja, also ihr kommt aus München. Er ist von der Autobahn runtergefahren, weil er... Nee, besser, weil du auf Klo musst. Weil, ist ja logisch. Und dann ist da eine Abfahrt und... Ja, das passt schon. Wir wissen doch noch nicht mal, ob überhaupt irgendwas passiert ist. Vielleicht klebt er ja noch in der Lok. Aha! Shorty, das ist nicht lustig jetzt. Erzähl doch mal, was läuft denn zwischen dir und Jens? Ist was Ernstes? Liebst du ihn? Wusstest du, dass Jens insolvent ist? Ja, es war jedenfalls abzusehen. Und was ist, wenn er wirklich tot ist? Dann dreht sich unsere Welt trotzdem weiter. Mal sehen, was noch so alles kommt. Acting like a dog, watching all the patients and their behavior.